Hallo, mein Name ist Patrick und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei einem neuen Tutorial-Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in diesem Video dreht sich alles um die Kameraeinstellung des Fly-by-Wires, welche Einstellung ich habe und welche Einstellungen noch so alles möglich sind. Das zeige ich euch in diesem Video. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ja, herzlich willkommen hier im Cockpit vom Airbus am Düsseldorf Flughafen natürlich wieder. Und jetzt gehen wir mal auf die Kameraperspektiven drauf ein, wie ich sie eingestellt habe. Und ja, wir fangen einfach mal bei den Basics an, würde ich sagen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit mit eurem Mausrad, also wenn ihr jetzt einmal aufs Mausrad drauf drückt, könnt ihr hier einmal in diese freie Ansicht gehen. Ja, da könnt ihr euch hier einmal rundum im Cockpit bewegen. Ja, ihr könnt hier schön die Armstütze hoch machen, wieder runter machen und so weiter und so fort. Euch hier im Tablet könnt ihr hier arbeiten und so weiter und so fort. Das ist die erste Möglichkeit. Mit dieser Möglichkeit arbeite auch ich persönlich viel im Flieger, gerade beim Online-Fliegen ist das sehr gut. Ich habe auch Kameraperspektiven eingestellt, die zeige ich euch gleich. Aber wir machen jetzt erstmal mit den Basics weiter. Auf eurer Tastatur könnt ihr mit den Pfeiltasten einmal nach links und einmal nach rechts euch im Cockpit bewegen. Ja? Wenn ihr jetzt die Maus Pfeiltaste nach oben benutzt, geht ihr einfach nach oben und nach unten geht ihr nach unten. So. Wenn ihr jetzt nach vorne gehen möchtet, müsst ihr Alt gedrückt halten auf eurer Tastatur und den Pfeil nach vorne drücken. Dann kommt ihr nach vorne. Das gleiche gilt natürlich auch für hinten. Ja? So bewegt ihr euch im Cockpit. Ja? Gut. Jetzt haben wir schon mal die grundlegendsten Sachen erklärt eigentlich und gehen jetzt mal auf die verschiedenen Kameraperspektiven ein. Ich drücke jetzt einfach mal eine Kameraperspektive, die ich eingestellt habe, und zwar für das MCDU. So. Ihr fragt euch jetzt, wie ich so schnell ins MCDU komme. Wir haben auch nochmal hier das Flypad. Ja, wir haben das Overhead, habe ich hier auch nochmal programmiert bei mir. Und die normale Ansicht. Ja. Wir haben hier nochmal die Klappen und die Speedbags hier, warum auch die immer jetzt draußen sind. Das sind so die Kameraperspektiven, die ich bei mir eingestellt habe. Im Kopf. Wie ihr die jetzt auch bekommt, das gehen wir jetzt einmal durch. Und zwar bewegt ihr euch im Cockpit rum, so wie ihr möchtet, und sucht euch die Position, die Kameraposition aus, die ihr haben möchtet. Wir gehen jetzt einmal hier aufs Flypad. Das ist ja für die meisten Fly-by-Wire-Nutzer am interessantesten. Wir gehen jetzt mal hier hin. Nehmen jetzt mal hier diese Perspektive so, damit ihr auch schön daran arbeiten könnt. So. Um diese Ansicht jetzt so zu speichern, müsst ihr einmal Steuerung Alt und dann eine beliebige Taste von 1 bis 9 drücken. Und nicht die Tastatur auf euren Numpad benutzen, die Tasten, sondern über euren Buchstaben die Tasten. Also ich benutze jetzt mehr Steuerung Alt und in dem Fall benutze ich jetzt einfach mal die 8. So. Ich gehe jetzt zurück. Einfach mal hier auf diese Kameraposition und um diese jetzt abzurufen, müsst ihr einfach nur Alt 8 drücken. So. Dann landet ihr hier. Seht ihr? Und damit ihr auch seht, dass das nicht dieselbe ist, die ich schon habe, gehe ich einfach mal hier. Seht ihr? Das ist meine standardmäßige, das ist die, die wir hier gerade eingestellt haben. Ja? Und so könnt ihr in den Kamerapositionen hin und her switchen. Wir machen mal noch eine neue Kameraperspektive. Wir gehen jetzt mal hier ins Overhead-Panel. So. Ich nehme jetzt mal Steuerung Alt und die 9, gehe mal aufs Numpad, Alt 8, drücke jetzt Alt 9, um das Overhead-Panel aufzurufen. So. Und so könnt ihr euch überall im Cockpit eure persönliche Kameraperspektive ja, erstellen. Ja? Ganz easy. So. Machen wir noch eine schöne Kameraperspektive. Ich gehe jetzt mal hier hinten drüber. So. Gehe mal hier so. Drück jetzt mal Steuerung Alt 7, geh mal auf die 8er Position, drücke jetzt Alt 7 und dann lande ich hier. So, ich hoffe, das war jetzt erstmal verständlich für die Kameraeinstellungen im Cockpit. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie wir das alles mit den Flügelansichten machen. Ja, für alle Fly-by-Wire-Nutzer, die das noch nicht kennen, das zeige ich euch dann jetzt.
Um die Flügelansichten und Außenansichten darzustellen, müsst ihr einmal auf die Einfügen-Taste drücken auf eurer Tastatur. Das machen wir jetzt einmal zusammen. Dann landet ihr in der Drohnenansicht, nennt sich das Ganze. Ja, ihr könnt euch jetzt hier außen bewegen. Wie tun wir das Ganze? Auf eurer Tastatur müsst ihr dafür einfach die Taste A, D drücken für links und rechts, ja, S für zurück und W nach vorne. Um in der Höhe euch zu verstellen, drückt ihr F für runter und R für oben. Auf eurem Numpad könnt ihr dann gleichzeitig noch die Achse rotieren lassen. Also die 6 nach links, die 5 nach links, Entschuldigung, die 6 nach rechts, so, die 8 nach oben und die 2 nach unten schon. Mit Numpad 5 resettet ihr das Ganze. Das heißt, egal wo ihr seid, um euch hier zu bewegen, ihr könnt euch das jetzt hier den Düsseldorfer Flughafen angucken. Drückt jetzt mal die 5, zack, und schon landet ihr wieder am Flieger. Das ist die Reset-Position. Ihr könnt jetzt hier euch auch im Flug so bewegen, euch das alles anschauen. Hier. Und so erstelle ich auch teilweise meine Thumbnails, ja. Und genau, das ist eine ganz praktische Lösung. Ich bewege mich ja jetzt hier ziemlich schnell, wie ihr seht. Und das Ganze können wir auch nochmal verlangsamen, indem wir hier oben einfach mal jetzt auf die Kamera gehen. Und dann hier die Drohnengeschwindigkeit minimieren. Ich mache jetzt mal hier 7, dann seht ihr gleich den Unterschied. Jetzt bewege ich mich mal wieder. Seht ihr, wie langsam das ist? Und so könnt ihr euch dann alle Ansichten speichern, die ihr, oder Ansichten aussuchen, besser gesagt, die ihr haben möchtet. Ja? Das ist die Drohnenansicht. So, wir sind ja mit der Drohnenansicht mit Einfügen reingegangen. Wenn wir jetzt die Einfügen-Taste nochmal drücken, kommen wir wieder ins Cockpit. So. Wir drücken jetzt aber mal die Einfügen-Taste und jetzt sind wir wieder in Drohnenansicht und drücken jetzt mal die Ende-Taste, auch auf eurem Keyboard. Landen wir einmal hier. Hier können wir uns jetzt aber nicht so bewegen, wie wir möchten. Das sind feste Kamerapositionen im Endeffekt, die ihr jetzt durchschalten könnt. Und zwar mit der Taste A. Ihr drückt jetzt einfach mal A auf eurer Tastatur und schon habt ihr die festen Kameraperspektiven, die der Fly-by-Wire schon mit sich bringt. Also einmal haben wir hier so eine schöne Flügelansicht von außen. Dann haben wir unter den Tragflächen nochmal eine. Und für jedes Mal A drücken, wechselt ihr durch diese ganzen Positionen durch. Wir haben jetzt einmal hier unten drunter am Fahrwerk haben wir eine schöne Position. Dann haben wir nochmal hinterm Triebwerk von außen. Auf Flügel haben wir hier nochmal eine. Dann sehen wir hier nochmal die Finne. Ja, auch noch von hinten das Höhenleitwerk. Auch nochmal Finne in der Nahaufnahme. Ja, ein Triebwerk. Von außen nochmal. Finde ich auch sehr schön die Position. Und jetzt kommen wir schon in den Innenbereich. Ja. Einmal innen, Tragfläche. Links und rechts jeweils. Und jetzt sitzen wir auch schon am Fenster. So. Diese Position kennen auch die meisten. Wenn ich jetzt nochmal A drücke, dann lande ich auf der anderen Seite. Nochmal A. Dann nicht auf der Tragfläche. Hier können wir uns aber auch nicht bewegen oder sonstiges. Hier müsst ihr alles mit A durchschalten. Ja? So. So sieht das Ganze dann aus. Hinter der Tragfläche nochmal. Ja? Wenn ich jetzt nochmal A drücke, dann lande ich wieder ganz am Anfang. So. Wenn ich jetzt wieder die Endetaste drücke, dann lande ich wieder in der Drohnenperspektive und die Einfügen-Taste lande ich wieder im Cockpit. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Endetaste drücke, dann lande ich nur in der Außenansicht vom Flieger. Damit kann ich mich dann auch wieder, wenn ich auf mein Mausrad draufklicke, links und rechts um den Flieger drum bewegen. Die Kamera ist zentriert auf dem Flieger Mittelpunkt im Endeffekt. Ich kann auch mit meinem Mausrad rein und rauszoomen. Ja? Hier könnt ihr dann euch ganz normal umschauen. Ja, was eventuell noch interessant zu wissen ist, wenn wir hier einmal in die Drohnenansicht gehen, also wieder auf die Einfügen-Taste drücke und wenn ihr euch jetzt hier eine Kameraperspektive ausgesucht habt, ja, wir gehen jetzt einfach mal auf diese hier. So, wir gucken uns jetzt mal den Flieger hier schön von der Seite an und dann wieder ins Cockpit geht, wenn der Einfügen-Taste. Und wenn ihr dann im Flug zum Beispiel wieder rausgeht, auf die Einfügen-Taste wieder draufdrückt, dann landet ihr in der ja, zuletzt ausgewählten Positionen mit eurer Drohne. Ja. So könnt ihr auch diverse Kameraperspektiven abspeichern. Ja. Zum Beispiel, auch interessant ist vielleicht hier diese hier von oben. Wenn ihr jetzt wieder ins Cockpit geht und wieder rausgeht, dann speichert er diese einfach ab. Ihr müsst dafür gar nichts tun, außer
wieder ins Cockpit gehen, ja, und aus der Drohnenansicht rausgehen. Ja. Also das ist schon ganz gut gemacht hier. So. Welche Positionen sind sinnvoll? Das müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden, aber ich finde immer ganz sinnvoll das MCDU einmal, um zur besseren Programmierung hier alles einzutragen. Finde ich das doch schon sehr sinnvoll. Dann haben wir hier natürlich das Flypad. Die Einstellung ist toll und sinnvoll. Das Overhead-Panel und eventuell auch nochmal hier unten die Klappen und die Speedwax. Ja? Gut, meine Freunde. Ich glaube, ich habe euch jetzt so weit alles erzählt, was es über die Kameraperspektiven zu erzählen gibt. Eine Sache vielleicht noch, die ich habe. Ihr könnt hier in der Kameraansicht durch den Flyby-Wire ja auch durchfliegen. Ja? Und euch so, Lifehack, und euch so in der Kabine bewegen. Ich reduziere mal gerade hier die Drohnengeschwindigkeit. Dann können wir da ein bisschen langsamer durchfliegen. Ja. Ja. Hier die beiden Piloten. Sind wir einmal in der Cabin, in der Galley sind wir hier einmal, ja. Der Flyby-Wire hat ja kein modelliertes, keine modellierte Kabine, deswegen haben wir jetzt hier gleich einfach ja, ein leeres Gerüst. Ja. Aber ihr könnt auch hier eine Kameraperspektive im Gepäckraum euch machen für die Drohnenansicht, ja, wer das möchte. Hier sind dann die verschiedenen Fensteransichten, die vorher abgespeichert sind. Wir gehen jetzt einfach mal ins Cockpit, dann zeige ich euch das. Wenn ich jetzt wieder in die Drohnenansicht gehe, dann bin ich wieder hier an der zuletzt gespeicherten Position. Ja. Hier unten auch das Fahrwerk. Ihr könnt natürlich auch eine Drohne platzieren, um euch das anzuschauen, wenn das Fahrwerk einfährt beim Takeoff oder natürlich auch bei der Landung, wenn es ausfährt. Ne? Ja, das ist die modellierte Kabine vom Flyby-Wire. Also hier sind im Endeffekt nur die Fensterpositionen, sind hier nur modelliert, um die ja, Ansichten, diese fixierten Ansichten darzustellen. Ja. Wir haben ja auch einmal die Back Galley, die auch noch modelliert ist, aber hier, das ist ja wohl eher uninteressant. Genau. Also ihr könnt hier einfach ganz normal, wie ich euch das erklärt habe, in der Drohnenansicht durchfliegen. Das ist alles kein Problem. Gut. Schön Eurowings-Neomaschine hier nochmal zu sehen. Und ja, das war's jetzt aber auch endgültig. Und ich hoffe, das Video war wieder hilfreich für euch, für all diejenigen, die neu mit dem Flyby-Wire zu tun haben oder auch für diejenigen, die das vielleicht auch noch gar nicht kannten. Gut, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Euch hat das Video gefallen. Ich würde mich für einen Daumen in nördlicher Richtung natürlich wieder freuen. Ansonsten wünsche ich euch many happy landings und ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, euer Patrick. Ciao.